Heute reden wir über Wäsche waschen. Nicht mein Thema. Es ist nicht übrigens, ich bin letztens so angemacht worden, irgendwie, weil du den Wohnwagen putzt. Ja. Oh mein Gott! Ja, das hat nichts mit Machotum und so zu tun. Ich kann das halt. Nein, Quatsch. Aber das ist, ich meine, man soll ja das nochmal. Also, ne? Der Lars kocht schon ganz oft. Und räumen jeden Abend die Küche aus und macht die, Schulbrot für die Kinder. Also, genau. Also wir teilen uns Arbeit auf. Du machst. Aber ich putze den Piet halt auch einfach gern. Ja, unseren Wohnwagen. Ja. Genau, also ich meine, ihr müsst nicht denken, dass ich hier nichts mache. Ich bin schon ein ganz cooler Typ. Ja. So, wir fangen mal an. Hallihallo, das ist die Alexandra. Und ich bin der Lars von Rohr Energie. Jetzt habe ich genug gerechtfertigt. Ich habe hier ein Skript. Ja. Wir haben Fragen gestellt bekommen auf Instagram, die wir jetzt teilweise beantworten. Und ich lese mal eine vor. Folgt uns auch auf Instagram. Rohe Energie suchen, dann findet ihr uns. Das ist ganz toll, wundervoll. Frage war von Envy Lope. Ich finde kein passendes Waschmittel für die Stoffwindeln. Habt ihr Erfahrung nur mit dem EM-Waschball zu waschen? Beziehungsweise wie bekommt man möglichst natürlich den Schmutz, Geruch und Bakterien weg? Sonne, wie jetzt, gibt es ja auch nicht immer, ja. Wir haben keinen EM-Waschball, wir haben eine Waschkugel. Ja, aber wahrscheinlich meint sie irgendein Produkt. Den kann man übrigens auf Höhe des Gesichts halten, dann wird auch scharf. Irgendwann habe ich sie so weit. Und man sieht das hier, so muss diese Kugel aussehen. Ja, was anderes empfehlen wir nicht. Wir haben mal was anderes verlinkt bei Amazon. Ja, und da gab es dann Beschwerden, ja, der wäscht nicht so gut. Und dann wechseln die Subhändler mal das Produkt. Ja, da gibt es viele Nachbauten. Wir haben diese hier, die haben wir auch einzeln verlinkt unten unter jedem Video. Ja, und die ist super, ja, mit der Funktion. Da kannst du jetzt über die Funktion was sagen oder wie du das benutzt, ja. Genau, also wir haben inzwischen eine sehr große Waschmaschine, mit die 8 Kilo fast. Da kann man dann eben, also wir haben zwei von diesen Waschkugeln und da kann man dann auch durchaus mal eben zwei Kugeln reinmachen. Ja? Ansonsten für eine normale 6 Kilo oder was die so normalen haben, macht es durchaus auch eine. Aber wenn man jetzt eben so Wäsche hat wie Stoffwindeln oder sowas oder eben auch sehr dreckige Wäsche, kann man auch in eine kleine durchaus eben mal zwei reinmachen. Ich habe sowieso zwei, weil wir auch zwei Waschmaschinen haben. Ja? Da sind kleine Keramikkugeln drin, die mit EM, deswegen heißt der EM-Waschball oder Waschkugel, mit effektiven Mikroorganismen überzogen ist. Und das sorgt dafür, dass das Wasser weicher wird und der Schmutz sich aus den Poren löst, ohne dass jetzt chemisch nachgeholfen wird. Und bei mir funktioniert es super. Ich habe damit absolut überhaupt keine Probleme. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass es eben bei anderen mit Stoffwindeln dann eben nicht funktioniert, wenn sie nicht dieses Original haben. Ja, genau. Das ist eben ganz wichtig, das Original zu haben, weil eben diese effektiven Mikroorganismen dafür sorgen, dass das aus der Wäsche rausgeht, auch diese Gerüche. Ja? Genau. Was man zusätzlich natürlich noch machen kann, da müsste jetzt aber vielleicht mal jemand, der sich mit sowas auskennt, irgendwie ein Waschmaschinenfachmann, irgendwie was dazu schreiben, ob man in das Waschmittelfach, ob man da Natron und was haben wir da immer noch benutzt? Dieses Braune, dieses zum Entgiften. Dieses Pulver? Zeolit. Zeolit. Das kann man noch zusätzlich da reinmachen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt irgendwie die Gummis oder die Waschmaschine oder sonst irgendwas angreift. Also da bin ich kein Fachmann. Das habe ich auch noch mal ganz kurz gemacht, bis wir dann eben diese Waschkugel haben. Auf der Seite von der Waschkugel gibt es 1000 Tipps, ganz viele FAQs. Und guckt da einfach mal an. Da steht alles drin, was ihr machen könnt, wenn sie es doch nicht sauber kriegt, wie man es richtig benutzt und bla bla bla. Das ist bei den anderen meistens nicht. Da steht ja nur, kauf so einen Waschball und dann steht nicht mal dabei, wie man ihn richtig benutzt. Ich habe euch das verlinkt. Guckt euch mal auf der Seite an. Da steht alles drauf. Da könnt ihr 20 DIN A4 Seiten lesen mit Tipps. Ja. Wir machen da, du machst da gar nichts dazu. Ne? Nö. Und du wäschst nur damit. Ja. Und du hast ja auch die Stoffwindeln damit gewaschen. Ich habe auch die Stoffwindeln damit gewaschen und darüber haben wir auch ein Video gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das verlinken kannst. Wenn ich es finde. Also es ist von vor 2,5 Jahren und da habe ich mal einmal die Stoffwindel, ich habe die Waschmaschine angestellt, wir sind eine Woche weggefahren und ich dachte, ich hätte sie rausgeholt und habe sie nicht rausgeholt. Und nach einer Woche habe ich die Waschmaschine aufgemacht und habe gedacht, ich kann den ganzen Rotz wegschmeißen und es hat nach gar nichts gerochen. Also wer schon mal Wäsche über Nacht in der Waschmaschine gelassen hat, der weiß, dass das eigentlich normalerweise riecht, ja? Ja. Weil das dann anfängt zu modern. Und es hat wirklich nach einer Woche nach gar nichts gerochen. Das war wirklich der Hammer. Und dann habe ich die einfach komplett so, wie waren, konnte ich die aufhängen und
ja, benutzen. Also das ist echt der Knaller. Genau, wir haben da jetzt schon, wir benutzen das jetzt einige Jahre. Ja, ich weiß nicht, wie viel Waschmittel und Waschnüsse, also viele benutzen ja auch Waschnüsse, da sind wir irgendwann von abgekommen, weil es dann halt auch ein bisschen in der Kritik war, dass man den Leuten da in den armen Ländern ihre Waschmittel wegnimmt. Ja, sozusagen. Durchaus. Waschnüsse waren auch cool, ja, ja. War ein bisschen aufwendiger, aber war in Ordnung, kriegt man ja mittlerweile auch überall. Aber das finden wir so ökologisch wirklich so die beste Möglichkeit. Und wir haben es auch ganz oft mit in den Urlaub genommen, in Ferienwohnungen. Ja. Auch da mit anderen Waschmaschinen hat es wunderbar funktioniert. In Kroatien, irgendwo in Deutschland, hier in Ferienwohnungen, hat immer gut geklappt. Ja. Genau. Genau. Und also wir haben damit überhaupt keine Probleme. Ich glaube, das Wichtige ist, eine zu finden, die das Original ist. Alle schreiben dazu das Original, ja. Und gerade bei Amazon wäre ich da sehr vorsichtig, weil da sind wir mehrmals reingefallen, dass wir was verlinkt haben und dann haben die gesagt, ja, und die sieht so und so aus, haben mir ein Foto geschickt und das war komplett was anderes. Mhm. Oder sie sah so ähnlich aus. Da gibt es halt sehr viele Nachbauten. Das lohnt sich halt dann schon bei irgendwie, was kostet so ein Ding, 40 Euro oder was, dann hier irgendwie was Billigeres zu machen. Und ich glaube, es ist auch eine Kombination zwischen EM und dann die Keramiken machen ja auch das Wasser noch anders von der saurer oder basischer. Ja? Und das muss halt gut abgestimmt sein und wir haben das jetzt einige Jahre benutzt und die funktioniert immer noch. Ja. Nach so und so vielen Jahren muss man die dann auch dann irgendwie irgendwann mal austauschen. Müssen wir wahrscheinlich bald mal machen, weil wir ziemlich viel Wäsche haben. Das stimmt, zu fünft. Ja. So, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Aktiviert das Glöckchen. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.